So, da sind wir wieder. Und ich glaube, das ist sogar ein recht guter Winkel, denn ich vermute mal, dass wir immer aus der Richtung kommen. Ja. Ah! Oh. So, tot ist er. Das hier könnten wir auch noch schnell mal zumachen. Sieht dann einfach schöner aus. So, schön. Können wir die Lücke nochmal zumachen. Haben wir noch Dreck? Bisschen, jo. Wir haben gleich wieder noch ein bisschen mehr, das habe ich im Gefühl. Steht ja nicht eine Fackel drin, damit hier nachts keine Monster spawnen. Ach ja, stimmt, das war ja das gemütliche Ecke hier. So. Tür und ordentlich Treppen. So. Haben wir noch genug Cobblestone? Haben wir hier noch was drin? Nein. Ich weiß, es ist eigentlich jetzt schon ein bisschen spät, wo wir das hier alles schon nicht mehr so brauchen, dass wir hier mal alles auf Vordermann machen. Aber mein Gott, es ist eigentlich nie zu spät, etwas schön herzurichten. Gut. Schaufel, Schaufel. Hier auch nochmal. Wand neu machen. Ich glaube, unten ist noch Clearstone. Der sieht jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so toll aus. Hm. Na. Wenn dann ganz einheitlich. Da bin ich jetzt mal ganz penibel hier. So, und so könnt ihr euch dann vorstellen, sehen dann bald auch unsere Untergrundgebäude aus. Hatte ich ja auch mal gesagt. Das würde dann so in der Art aussehen. Ecke für Carbo, da kann er sich reinsetzen und in Ruhe sich ritzen. Ganz gemütlich ist die Carbo-Ecke. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden jetzt irgendwie unter unserem Turm runtergehen und würden dann sowas hier sehen. So eine komische, schaurige Gegend, vielleicht auch aus Bricks gebaut anstatt aus Cobblestone. Und ich fände, das hätte was. Und hier geht's dann jetzt runter in unsere Höhlen. Wisst ihr, wenn wir jetzt schon das machen wir jetzt richtig. Habe ich das Ding? Nee. Wir bauen jetzt da oben noch eine Falltür drauf. Dafür sollte auch noch das Holz reichen. Locker. Ach, da kriegen wir gleich zwei zum Preis von einem. Und dann sind wir hier auch ganz sicher.
So. Oh, und hier ist unsere Minecart-Strecke. Ja, dass das hier so dunkel ist, ist natürlich jetzt auch ein bisschen. Für Monster natürlich. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir nochmal eine Testfahrt. Und da sind wir ruckzuck wieder auf der langen Geraden. Und auf den Schrägen, da müssen wir uns dann was einfallen lassen, wie wir das dann hinterher machen. Also ich habe ja keine große Lust, dann da ein Loch im Glas zu lassen, damit dann da eine Redstone-Fackel stehen kann. Ist natürlich auch eine dumme Sache, dass die nicht triggern, wenn sie auf den Schrägen sind. Aber komisch hier, die kleinen Höhen, die hat er, die schafft er. Interessant. Naja. Sind wir schon durch den großen Raum, wo die ganzen Monster waren, durch? Aber wir sind fast schon am Ziel. Mein Gott, wir haben die ganze Strecke jetzt auf nicht mal ganz 2 Minuten verkürzt. So. Schade, ich dachte, es wäre länger, denn jetzt weiß ich gar nicht, was ich mit meiner ganzen Zeit mache. Ja, ganz einfach. Wir werden uns jetzt erstmal abreisebereit machen. Und nächste Mal dann schon mal gucken, dass wir die Strecke Richtung nach Hause schon mal in Angriff nehmen. Ja, Eisen haben wir ja noch ein bisschen was. Das nehmen wir mit nach Hause. Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. Die letzten Schienen. Ich habe wirklich das Gefühl, die können mich durch Glasplatten sehen. So, die Kohle, die jetzt hier in den Ofen ist, die lassen wir dann doch mal hier. Nö, er sieht mich scheinbar doch nicht. Soll mich nicht stören. So, den Clearstone lassen wir auch mal hier. Das ganze Werkzeug, das lassen wir hier. Bis auf das Schwert, weil wir müssen ja eine kleines Stückchen jetzt ja noch durch Gebiet gehen, was eventuell Monster verseucht ist. Dann nehmen wir den hier auf jeden Fall mit. Redstone nehmen wir einen Stack mit. Das Futter kann von mir aus auch hier bleiben. Das Fleisch kann derweil mal in den Ofen. Dann ist das nächste Mal, wenn wir kommen, auch fertig. Die Leiter bleibt hier, das bleibt hier. Und wir dürfen nächste Mal hier erstmal aufräumen. So, dann gucken wir mal. Legen wir hier mal so hin. Dann können wir hier oben die Strecken hinstapeln. Den nehmen wir mit. Das Brot und das Essen. Das Essen bleibt komplett hier. Auch die ganzen Blöcke. So. Die nehmen wir mit, weil davon haben wir so wenige. Lapis nehmen wir mit, da kriegen wir nämlich fast 2 Stacks voll. Dann haben wir hier noch mehr Kohle. Ich meine, unser Kohlelager, das wurde ja letztens auch richtig gebeutelt. Na, die Pfeile können ruhig hier bleiben. Das Knochenmehl nehmen wir mit, das braucht man immer. Kakaobohnen haben wir auch sehr wenige. Schade, dass man die nicht pflanzen kann. So, was ist denn noch selten? Schießpulver. Schade. Haben wir da vielleicht noch was Seltenes drin? Oh ja, die Sattel. Das ist roh, das können wir kochen. Obwohl die Sattel, die können wir eigentlich auch hier lassen. Dann nehmen wir lieber... Ich glaube, wir haben nämlich noch Sattel. So. Enderperlen können auch erstmal hier bleiben. Von mir aus können wir das Kakaozeug hier lassen. Dann hätten wir 2 Plätze frei. Die könnten wir theoretisch dann mit
Sagt mal, haben wir nur zwei Sattel? Wir hatten doch drei gefunden, oder? Scheinbar nur zwei. Sind wir denn dann nochmal gestorben? Nein. Naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt vollgepackt. Oh, die Fackeln lasse ich auch hier. Die nehme ich doch nicht mit. Wir haben noch Platz für 6 Kohle. Dann nehmen wir doch die Kakaobohnen mit. Hm. Was würde sich jetzt noch lohnen? Interessante Frage. Wir könnten einen Eimer mitnehmen, aber davon haben wir doch selbst genug. Ach, schwierige Entscheidung. Ach, ich glaube, ich nehme hier einfach mal so ein Stack Seide mit. Und auf geht's zurück. Und überziehen wir die Folge und ich mache noch das Spannende. Wie kommen wir vom Basislager zurück nach Hause mit den ganzen Sachen? Ohne Futter, ohne Fackeln, nur mit Schwert. Ich glaube, das machen wir noch. Ich würde gerne wissen, ob ich jetzt im Hardmode noch lebe, während ich diese Folge online stelle. Also Hardmode 2. Hardmode 1 ist ja schon... Ach Gott. Hab gerade die ersten Folgen Hardmode 1 gedreht. Vorgestern. Gestern habe ich die erste hochgeladen. Damals waren es 9 Folgen. Ich bin gespannt, wie viele es geworden sind. Oh. Der triggert auch nicht. Trotzdem hätte es geklappt, auch ohne die Bremse. Also ohne überhaupt, dass da was ist. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust, wieder zurückzulaufen. Ah, und es ist hell draußen. Fortuna scheint uns Holz zu sein. So, dann würde ich sagen, wir gehen hier jetzt steil hoch. Und versuchen dann so weit Abstand von den beiden... von den beiden Klippen hier zu halten, dass wie es geht, damit wir ja, damit da keine Monster halt drauf rumtrampeln. Wir bauen übrigens einen kompletten Glaskäfig, sprich links zwei Scheibenglas, rechts zwei Scheibenglas, oben drei Glas drüber. Dann sollten da drin keine Monster spawnen. Ah, und da ist endlich wieder unser Zuhause. Ich weiß gar nicht, wie lange ich diese Mauern schon nicht mehr gesehen habe. Sieht irgendwie cool aus. Kabelstone dabei, sonst hätte ich jetzt hier noch mal zwei weggemacht. Ansonsten sieht das mit dem Gras hier auch ganz nett aus. Da tröpfelt es leicht. Habe ich da Wasser drüber? Ach ja, genau. Das Wasser. Hallo, bin da. Wer noch? Habt ihr mich vermisst? Oh, wie sie sich alle freuen, mich zu sehen. Hier scheinen die Chunks jetzt eine lange Zeit nicht geladen worden zu sein, denn die Baby-Animals sind immer noch Baby-Animals und ich glaube, hier drin ist was Böses gespawnt. Nein, dann darunter. Mein Gott. So, eine Folge mache ich jetzt noch, in der wir einfach mal das Zeug wegpacken und gucken, ob sich hier was verändert hat. So, bis dann. Tschüss.